Ich helfe. Machen wir gleich hier heroisch Event. So, der Raketenwerfer. Komm, gib mir heroisches Event. Jawohl, dankeschön, Jungs. Da auch nochmal. Also, hier das heroische Event zu bekommen, ist halt einfach diese kleinen Generator ja auszuschalten. Ob es eh zu spät. Denn die haben es schon geschafft. Gut, dankeschön für die Belohnung. Gott, weil wir immer noch keinen Sparrow haben, müssen wir dorthin laufen. Aber jetzt werde ich es rausschneiden, weil hier labert ja keiner. Also, bis gleich. Wir müssen diese Matrix in Betrieb nehmen, um die Energie auszugleichen. Ich kann sie von der Station hier draußen neu starten, aber nicht solange die Systeme gesperrt sind. Wie können wir helfen? Findet das Hauptterminal. Von dort aus könnt ihr mich zuschalten. Matrix. Das ist eine Anlage aus dem goldenen Zeitalter, die dem Untergang vor Hunderten von Jahren zum Opfer fiel. Es ist erstaunlich, dass Teile davon noch funktionieren. Mein Geist ist ziemlich clever, also da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Wenn Sean recht hat, sollte die Aktivierung der Matrix verhindern, dass diese Arcus-Energie überlädt. Ich meine, das Teil ist so beschädigt und so alt. Da bezweifle ich, dass es überhaupt noch klappt. Territorial. Es geht ihnen mehr ums Überleben als um den Krieg. Aber die Schar lebt für den Konflikt. In ihrer Vorstellung muss sich jeder das Recht auf Existenz durch den Sieg im Kampf verdienen. Genau, das ist der Kodex sozusagen. Achso. Mann, dieser Pfeil, der verwirrt mich langsam. Hier schon mal ein paar neue Spezies von den Chars. Wir werden ja noch mehr neue Kreaturen finden. Ich habe keinen anderen Begriff gefunden. Nein, die Tür ist zugegangen. Scheiße. Wir werden blockiert. Die Energieschwankungen haben eine Abregelung verursacht. Alles klar. Ich bin dran. Einen Moment. Ja, mach mal ein bisschen schneller. Die Schar kommt. Lasst euch nicht unterkriegen. Ich hole euch schnellstmöglich da raus. Ach, das wird schon. Wo ich schnell hier ins Visier reinkomme. Zack. Na, wollt ihr mal kommen? Ach, da. Mein Aim heute wieder. Das ist wieder perfekt. Oh nein. Die explodieren. Die explodieren gleich. Die sind immer sehr gefährlich. Also die immer als erstes ausschalten. Ich hab's. Die Tür wird periodisch mit Energie versorgt. Hier ist einiges los. Brauchst du Unterstützung? Ich komme klar, aber sie haben mich festgenagelt. Das stimmt, ich komme klar, alles super. Das geht schon. Ihr müsst ein bisschen Unruhe stiften, damit die Brut hier abzieht. Welche Art von Unruhe? Am besten laute. Die Schar zieht Energie aus diesem Ritual. Warte, am besten laute. Also sowas wie A-I-U. Er meinte laute. Oh Gott, der war so schlecht. Ich habe noch nie so einen schlechten Witz gemacht. Boah, jetzt will mal das Schiff wegballern. Bringt ja eh nichts. Ja. Gut. Gut. Was haben wir hier gerade gemacht? Es lenkt hier ab. Weiter so. Die Schadkontakte nehmen zu. Ja, das merke ich. Also, da kommen immer mehr. Bam. Headshot.
Ich krieg irgendwelche Materialien. Ich glaube, das ist immer noch vom Weihnachtsevent. Ah, den müssen wir ausschalten. Warte. Bam. Das hat etwas bewirkt. Ah, wir haben jetzt auch eine legendäre Ausrüstung bekommen. Geil. Geil. Oh, hier haben wir schon mal so einen krassen Profi, der auch Lightfall gespielt hat. Sieht man ja. Er benutzt Strang. Auch eine neue Fähigkeit. Es ist nicht die einzige neue Fähigkeit. Kann ich euch auch schon mal sagen. Ein schöner Finisher gemacht. Geil, ich habe meine Ulti nicht mehr getroffen. Ja, komm noch runter. Ich gehe doch schon. Haben wir einmal gründlichst aufgeräumt. Döner für alle. Schau, was auch immer du tust, es funktioniert. Ich stecke noch in den Subsystemen fest. Sie ziehen nicht genug Energie. Begebt euch zum Kontrollraum und startet die Hauptschüssel neu. Das ist der einzige Weg, genug Energie zu ziehen. Die Hauptschüssel, okay. Antenne Brandenburg wird gestartet, okay. Ja, da hinten ist die Matrix. Ich weiß nicht, warum man das Matrix nennt. Oh, das Ding ist einfach nur eine Art Henne, Alter. Da ist die Kontrolleinheit. So. Oh, Skelett. Mein, der hat einen schönen Tag gehabt. Okay, ihr müsst zwischen den Kryptosystemen vermitteln und das Sicherheitsgitter verifizieren. Geschafft. Brückenebene wiederhergestellt. Sag mal, könnt ihr bitte Deutsch reden? Ich verstehe nur Bahnhof, was die immer labern hier. Irgendwas mit verifizieren, Condibrix, Matrix, was weiß ich. Alter, soll ich hier Physik studieren oder was? Oh nein, da kommt jede Menge Schar auf euch zu. Schar? Was? Orte einen großen Scharschwarm im Anmarsch. Abbruch! Ihr müsst abbrechen, es sind zu viele für euch alleine. Ich bin auf dem Weg. Das Signal der Matrix ist zu stark. Es überflutet unsere Kommunikation. Wir sind auf uns allein gestellt. Bezweifle ich. Das Ding ist uralt. Immer. Schargrabschiffe. Ach, das wird easy. Hauptsache die Explosiven kommen nicht. Meine Güte. Die brauchen echt eine Ewigkeit. Na endlich, sind sie mal da. Ich hab nicht getroffen. Boah, die Hexe. Oh, legendäres Engramm. Die Schrotfinte. Hand in Hand. Ey, die brauchen echt ewig. Oh, guck mal, die dreht sich sogar noch. Was? Ist ja verfehlt? Kann nicht sein. Ist das nicht dieselbe, nur ein besser? Na gut, nimmt man ja mit. Da kommen meine Kinder angerannt. Ja, kommt her. Alle weg mit der Pound. Ohne Oger. Easy. War ein Klacks. Sag ich euch. Verdammter Funk. Ich wechsle auf Breitband. Hört ihr mich? Seid ihr noch da? Breitband.
Wir sind am Leben. Ich hätte euch nicht in diese Lage bringen dürfen. Als die Kommunikation abbrach, dachte ich... Uns geht es gut, Shaw. Die Schar zieht sich zurück. Hat es funktioniert? Ich sehe nach. Sieht so aus. Die Werte fallen im gesamten Netz. Wir müssen nur noch die Kammer aufschließen, dann können wir die Sache zu Ende bringen. Kehrt ins Lager zurück, bevor Navota erneut auftaucht. Guck, da merkt man noch, was das für ein Arsch ist, Alter. Wie das noch so sagt. Ich hätte euch nicht in diese Lage bringen können. Ja, du wärst sonst noch so einen Scheiß machen sollen. Hauptsache, wir machen die Drecksarbeit. Erstmal in den Abgrund werfen. Ja, ich muss mal aus dieser Mission raus. Gehört einmal hier weg. Weg, weg, weg. Ja, wieso direkt komplett weg? So meinte ich das jetzt auch nicht. Okay, bis gleich. Da sind wir auch. Ach, jetzt kommt die Szene. Tut mir leid, dass ich dir das antue, aber ich bin auf dem Weg zum Supraleiter und diesen Part mache ich solo. Heute sind schon genug Hüter gestorben. Die Stadt braucht frischen Wind wie dich. Du musst überleben. Und bevor du auf dumme Gedanken kommst, es gibt nur einen Zugangsschlüssel für die Kammer und den habe ich bei mir. Falls ich es wieder rausschaffe, freue ich mich schon, wieder mit dir zusammenzuarbeiten. Falls nicht, ich habe dir einen Sparrow da gelassen. Nimm ihn und verschwinde von hier. Flieg zur letzten Stadt. Shaw Han, over und Ende. So ein Arsch. Wie konnte er das tun? Navota ist immer noch da draußen und sie hat schon zwei Hüter auf dem Gewissen. Das ist gar nicht gut. Shaw hat gesagt, er hätte den einzigen Schlüssel. Aber er hat sicher nicht das ganze Kosmodrom durchsucht. Da müssen noch mehr sein. Lass mich seine archivierten Positionsdaten durchsuchen. Er hat kürzlich was an der vergessenen Küste zu tun gehabt. Da fangen wir mit der Suche an. Ich schicke dir die Koordinaten. So ein Arsch. Einfach abgehauen. Wie bei einer Trennung. Aber endlich haben wir einen Sparrow. Zumindest das macht er noch gut. Ansonsten ist er echt ein Arsch. Ja, dafür können wir jetzt richtig schnell nach A nach B. Volkswagen. Eieiei. Seit wann gibt's hier eine Marke? Boah, der ist voll langsam, Junge. Ich will meinen Mini-Sparrow wieder haben. Da muss ich wieder auf meinen Jäger zugreifen. Damit ich Spaß haben kann. Übrigens, mein meist bewertetes und gelikedes Video ist das Mutproben der Ewigkeit Guide. Aber das ist halt so schlecht gemacht, finde ich. Weil da habe ich kaum geschnitten. Ich war leise des Todes und das Gameplay war viel zu laut. Und ich habe auch nicht wirklich gut erklärt. Deswegen krass, dass es so gut bewertet war. Schon ein bisschen verwundert habe ich mich da. Aber okay. So, hier oben ist unsere Quest. Was ist das für eine Quest, sag immer? Vendetta. Was? Ich kann Shaw nicht erreichen. Wenn Navota ihn vor uns findet, wir müssen einen anderen Schlüssel finden und uns Zugang zu dieser Kammer verschaffen. Und zwar schnell. In der Nähe gibt es ein paar alte Depots. Ey, was für einen krassen Helm ich da jetzt auf einmal bekommen. Kein Schlüssel. Aber ich erfasse Rückstände von Partikeln, die mit den Depotlegierungen übereinstimmen. Es gab hier einmal mehr Truhen. Sie müssen von Gefallenen oder der Schar gestohlen worden sein. Hier ist eine Partikelspur, die zu einer Höhle in der Nähe führt. Ich sende die Koordinaten. Partikelspur, okay. Ich weiß nicht, von wo hat denn der Geist all diese Infos? Kurz aus dem Internet geklaut. Oh, hi Jungs. Oh nein, nicht die Explosiven. Okay. Room is clear. Sektor clear, affirmative. Immer noch kein Schlüssel. Ich erfasse zwei weitere Partikelspuren. So, das ist auch eine neue Waffe, ein Fusionsgewehr. Gefällt mir. Überprüfe deine Waffen. Ich empfange ein Cluster von Char-Bioenergetik.
Okay, nee, dann nehme ich doch lieber die Schrott. Ich will keine weißen Waffen hier haben. Klingt irgendwie rassistisch. Oh Gott. Oh, der Wiedergänger. Scharauge. Ganz schlimm. Ah, da ist ein Verschlüsselungscode auf dem Datenpad. Aber er ist unvollständig. Wenn wir mehr finden, könnte ich die Autorisierung fälschen und selbst als Schlüssel fungieren. Vorsicht! Ich orte in der Nähe eine hohe Signaturdichte von gefallenen Waffen. Wie zum Teufel würde das denn klappen? Dass du dich selbst so einschleusen kannst als Code. Okay, aber wenn er es schafft, dann, ja, okay. Krass. Geschafft. Damit habe ich genug Codefragmente, um eine neue Autorisierung zu generieren. Ich muss allerdings mein Signal verstärken, damit sich der Schlüssel registrieren kann. Ich empfange eine Energiekonzentration im Falterhof. Vielleicht genau das, was wir brauchen. Ich habe sie auf deinem Tracker markiert. Jetzt musst du dein Signal noch verstärken, Alter? Das muss ich noch alles? Alright. Dann verstärken wir noch das Signal. Mal hier durchsliden. Dieser Bereich ist voll ionisierter Supraleiterenergie. Sie muss sich verteilt haben, als wir die Matrix aktiviert haben. Damit kann ich mein Signal verstärken. Lass uns diese Ladungen einsammeln. Genau, wir müssen jetzt einmal nur diese. Ich kann Shaw immer noch Leitungen holen. Wir müssen uns beeilen. Ja, komm noch runter. Alter, der wird jetzt nicht abkacken. So, der kann uns die ganze Zeit verraten. Aber ich bezweifle, dass der stirbt. Obwohl, es würde mich sehr freuen. Ich hässliche Arschloch, Alter. Einfach abgehauen. Wäre ich eine Frau mit ihm eine Beziehung, Junge, ich will ihn töten. Ich will ihn töten. Ist aber sowas von. Oh, was ist das für eine Höhle? Aber ich dachte, hier wäre so ein Secret. Aber das war doch so hoch. Da denkt man doch direkt, da wäre ein kleines Secret. Okay, meine geile Kugel. Es geht los. Ich beginne mit der rekursiven Analyse. Vorgang abgeschlossen. Ich bin jetzt autorisiert. Beeilen wir uns. Was für ein Begriffen die hier sich beschäftigen. Alter, das ist ja unfassbar. Da brauchst du echt Mathe. Mathe, Physik und noch irgendwas anderes. Weiß ich jetzt nicht. Das ist unfassbar. Weg mit euch. Ach, jetzt auf einmal kann ich hier rein. Naja, aus magische Energie geht das. Weiter. Kurz verschluckt. Hallo, darf ich rein? Ich bin der coole Typ. Was nehme an? Dieser Ort pulsiert nur so vor Scharmagie. Das erklärt, warum die Teleports blockiert wurden. Spoiler, hier kommt gleich Navota. Navota! Oi! Und die hat auf einmal Hälfte Leben. Ich bin so klug. Das ist eigentlich auch recht einfach. Mit euch. Wie die immer in mein Gesicht reinspringen wollen. Geht doch mal weg, Alter. Ja, jetzt ist die Ehegeschichte. Bruder, die hat nur noch so ein bisschen. Ja, verschwindet. Wohin sie auch verschwunden ist, ich kann sie nicht mehr orten. Lass mich ihm helfen. Nein, bitte nicht. Shaw, bist du in Ordnung? Was? Was tut ihr hier? Wir konnten dich doch nicht allein lassen.
Navota? Sie ist noch am Leben. Irgendwo. Wir haben es geschafft, sie zum Rückzug zu zwingen. Ihr habt sie vertrieben? Na dann. Es tut mir leid, dass ich euch zurückgelassen habe. Nach Cass und Maeve. Ich hatte einfach Angst, noch jemanden zu verlieren. Das hatten wir auch. Deshalb sind wir dir gefolgt. Keiner wird gerne ausgegrenzt. Gut, dass ihr gekommen seid. Ich stehe in eurer Schuld. Der Preis gehört euch. Da drüben ist der Supraleiter. Schnappt ihn euch und kehrt ins Lager zurück. Und diesmal wirklich. Naja. Und diesmal wirklich, Alter. Ganz ehrlich. Geh einfach. Ich spüre das Abschusslicht, das hier durchfließt. Kein Wunder, dass die Vorhut daraus eine Waffe bauen will. Kehren wir ins Lager zurück und dann in die letzte Stadt. Nach Hause. Ab nach Hause. Ab nach Hause. Okay. Ich möchte bitte Aktivität verlassen. Uff, uff, uff. Der Kerl, der ist wirklich unsympathisch. Einfach ein unsympathisches Arschloch. Unsympathisches Arschloch. So, also bis gleich. So, was hast du noch als letztes zu sagen? Hey. Danke für die Hilfe. Schon wieder. Wärst du mal einen Tag früher gekommen? Vielleicht wär's dann anders gelaufen und Cass und Maeve. Jedenfalls gut, dass das Licht dich gewählt hat. Meine neue Aufgabe ist es, Navotas Brot hier im Auge zu behalten. Vielleicht finde ich ja noch ein paar andere neue Lichter, die mich begleiten. Und du? Solltest Kommando Zavala treffen. Er koordiniert die Hüter von der letzten Stadt aus. Ich habe ihm gesagt, dass du schon bald mit dem Supraleiter eintriffst. Also, pass gut auf das Ding auf. Keine Schramm. Zavala ist ein anständiger und großartiger Anführer. Lern von ihm, ja? Und lass dich mal blicken. Hüter sind vereint stärker, nicht wahr? Wie er dann auch nochmal gesagt, hättest du früher gekommen, dann wäre der Jenny nicht gestorben, Alter. Du machst es nicht besser, Junge. Okay, diesen einen Questschritt werde ich überspringen. Hier, das hier. Weil da kommt nur die Einführung über die ganzen Charaktere. Hier Manda, dann Zavala, dann hier Benji44 und was weiß ich, wer hier noch alles ist. Das überspringe ich dann alles, und wir werden uns dann danach sehen. Aber erstmal wünsche ich euch noch einen schönen Tag und haut rein. Ciao, ciao.